Hallo. Tim und Tom. Hallo. Na und dann hat er in sein Kokainrausch mit ihm Bunsenbrenner alle Perücken verkohlt und eine wertvolle Münzsammlung ruiniert. Und der Einbrecher war die ganze Zeit nackig? Ja, splitternackend. Und dann hat er mit seinem eigenen Handy die Polizei alarmiert und sich gestellt. Moment mal. Das hast du bestimmt in der BZ gelesen, wa? Ja, wieso? Das ist doch alles erfundener Mist. Wenn der Einbrecher nackig war, na woher hat er denn den Handy geholt? Hat er sich in den Arsch gesteckt oder was? Also du glaubst auch alles. Ja, hallo? Kind, hast doch immer das Schellietje an. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und diese kleine Kalle wird ganz bestimmt hinein. Und ist der drin, dann lassen wir ihn nie mehr wieder raus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. Hallo und herzlich willkommen. Ich mache jetzt hier die Tour von unserem Bürohaus und seit also ich jetzt hier der Boss bin, ist alles total super. Also zuerst gehen wir mal hier zum Büro von meinem Assistent. Der ist also immer ganz hier drauf und sehr, sehr beschäftigt mit seiner Arbeit. Oh, ist gerade am Telefon. Was läuft da jetzt? Ich hab gesagt, ich will doppelt so viel Geld für meine Buchrechte. Oh, hallo. Ja, also wie gesagt, wir machen doch jetzt hier die Reportage. Hallo, hallo, ja. So richtig toll ist es hier zu arbeiten mit der Chefin. Ja, also wir sehen uns dann nach der Mittagspause. Ja, bis später. So, hier wird jetzt also eine Brust rasiert, weil das muss ja auch mal sein, ne? Vielen Dank, dass ich hier arbeiten darf. Ja, also du, weißt du, von der Brust kannst du dir auch eine Scheibe abschneiden, wa? So, jetzt hier. Oh, hallo. Mit denen habe ich neulich im Packraum geknuddelt. Und manchmal ist mir auch mal nach was Weißhaarchen, ne? Und für diese Zwecke haben wir also hier die Opas. Hallo, ihr zwei Hübschen. Also, nach der Mittagspause, wa? Nicht vergessen. Das läuft hier alles, wie gesagt, ganz unbezwungen und frei. Also jeder tut hier so sein eigenes Ding. Und hier, oh, was brodelt denn hier so? Was ist denn das? Wir kochen Stoff. Mensch, na, aber nicht vergessen zu teilen, wa? Also, denn hier ist also auch hier so ein Multipropos-Raum. Und da läuft manchmal ganz gut. Oh ja, die sind gerade mittendrin. Sehen Sie mal hier? Ja. Ja. Also, nicht unbedingt mein Fall, aber das macht den Spaß und das sollen sie. Jetzt ist also hier der Mehrzweckbereich, wo also viel Trubel immer los ist und wo auch manchmal ganz wieder Gruppensex abgeht. Hallo. Und jetzt also wieder hier zurück zu meinem Assistent. Oh, der macht gerade sein Mittagsschläfchen. Ist das nicht süß? Das finde ich ja so drollig. Also den decke ich jetzt zu. Der sollte ja eigentlich jetzt Mittagszeit also essen und so. Aber pff. Pennen ist besser als fressen. Besonders wenn du so ein bisschen pummelig bist, wa? Den lasse ich jetzt hier liegen. Also, das ist jetzt das Ende von unserer Tour. Jetzt haben wir alles gesehen. Und also, wie gesagt, ist doch richtig toll hier, was so läuft, wa? Nuki, Nuki. Oh, wie süß. Das ist unser Kennwort. Da muss ich jetzt wieder hin. Also, bis später. Tschüssi. Super fett. Und 57% Fettmasse. Ich weiß genau, wie es ist, ein fettes Schweinchen zu sein. Aber dann habe ich diese super Gymnastik erfunden. Ich knalle ich eine und werde dabei schlank und fühle mich gut. Dann hier Liegestützen. Es funktioniert. Klar funktioniert's. Alles, was mir Spaß macht, wa? Also, jeder von meinen Mitarbeitern, den hat die Unterhose lang gezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, sag ich dir. Da jeder von meinen Büroleuten, den hat ich immer so... Guten Morgen. Mmh. Mmh.
wird jetzt also eine Brust rasiert, weil das muss ja auch mal sein, ne? Vielen Dank, dass ich hier arbeiten darf. Ja, also du, weißt du, von der Brust kannst du dir auch eine Scheibe abschneiden, wa? Das ist ja schon fast Kakaofarben, wa? Also, das möchten wir doch wieder in Jetzt hilfst du mir, wa? Oh ja, oh ja, 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 geil! Hallo, Eduard, was tippst du denn da feinet, hä? Und jetzt lernen wir, wie sie zu Hause ihren Männern das Fell abziehen können. Moment mal, warten Sie mal. Also erstmal lassen Sie mich mal erklären, ja? Also, wir drei, wir gehören zusammen, wa? Also wir arbeiten im gleichen Bürohaus und da sind wir eben manchmal nackig. Und diese Haarklumpen, machen Sie auch Eier? Hä? Ja. Das ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich ruf mir selbst eins. Kannst du ja nicht, weil ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja, und ich hasse ja nicht. Vor Weihnachten allerseits reinspaziert. Was? Kommt, amüsiert euch. Sondern du spinnst wohl. Das ist aber nicht dein Ernst. Was ist denn das hier für eine Lass Scheiße? Lass den Mist hier aufgebaut. Na ja, wir haben ein bisschen läuft so manchmal ganz gut. Oh ja, die sind gerade mittendrin. Sehen Sie mal hier? Ja. Ja. Also, nicht, ob wir nicht eine Flasche Wasser haben. Na klar kannst du eine Flasche Wasser haben. Na komm schon, hol sie dir. Na los, ja. Sag mal, was hast du mit deinen Augenbrauen gemacht? Ist das noch von Silvester? Oh, weia. Sag mal, hast du mein Teddy mitgebracht? Klar hat dein Teddy mitgebracht, hier. So, jetzt die Handwäsche. Und abtrocknen. Ach, also. Ich wusste, dass du mir in deine Schuhe schieben wolltest. Nee, aber du, der Name Wanst, den hast du da wohl zurecht, wa? Also Wanst, Emma. Ja, und Emma auch. Emma Wanst. Finde ich ganz gut für eine Kuh. Mm. Hey, schöner Festapo. Mm. Hey, und wir sind mir so ein Napfkuchen hier, wa? Oh, na der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen. Oh, geil. Was machen wir jetzt? Aha, das hier aufklatschen. Und dann hart werden lassen und dann das Pflaster drauf. Okay, und dann halt dich fest, das siebt. Also, aua! Mensch, bist du wieder Mann im Memory. Haben Sie manchmal auch Leute mit Miefmaul? Naja, das kommt vor. Weil wissen Sie, bei mir auf Arbeit, oioioi, die Leute, die sind jetzt nicht so auszuhalten manchmal. Haben Sie auch das Problem? Ich? Nein, nein, nein. Ich rieche immer wunderbar. Hier und hier. Jetzt kein ist Problem. Also hier der Mehrzweckbereich, wo also viel Trubel immer los ist und wo auch manchmal ganz wieder Gruppensex abgeht. Du, weißt du Hallo. Was? Erstmal müsstest du aber dein Hemd ausziehen, wa? Hemd ausziehen. Ich weiß, wo du deine Tennisbälle versteckst. Was? Also, das reicht mir jetzt. Woher weißt du das? Das kannst du ja nicht wissen. Was? Was ist denn das für ein Klopskram? Wir haben nicht so viel Geld gehabt dieses Jahr. Alles Mist! Mal, du spinnst wohl. Das geht doch nicht alles nur um Geld und Materielles. Wisst ihr überhaupt? Halt's mal! Das alles ist alles Scheiße hier, was du hier organisiert hast. Na? Hosenkontrolle. Sagen Sie mal, haben Sie manchmal Lachgas hier auch? Ja, für die Patienten geben wir manchmal Lachgas. Ja, also ich würde gerne mal so eine Ladung nehmen. Das ist aber nur für die Patienten. Nee, ich meine, ich werde das inhalieren und ihm dann irgendwie das ist ganz lecker. Probier mal. Nee, ich will nicht. Du sollst es probieren. Ich muss doch kotzen, Mensch. Guck mal da, das sind deine Haare. Ja, du Oller. Hm? Jetzt also hier klatsch. Okay. Au, au. Hallo, können Sie mal unterschreiben? Klar kann ich den unterschreiben. Hey, du bist da der Neue, wa? Vom Packraum. Ja. Oh. Ah. Na? Gefällt dir die Arbeit hier in der Firma? Wenn du deine Karten richtig spielst, kannst du bei mir aufsteigen. Also wissen Sie, ich hab mir ja meinen Blinddarm rausnehmen lassen, als ich 8 war, ne? Das ist doch total unnötig. Das ist ja wie zwei Muschis oder was. Wer will denn sowas? Also, ich nicht, halt keine Verwendung. Also, der Typ war ein totales Arschloch. Los jetzt, wie in zwei Stile. Ich will einen Obstbecher. Ich auch, aber mit Schlagsahne. Mit einem Bericht von Sarah Palin in nackigem U-Bahn-Schacht. Ja,
sag mir doch bitte. Ich wüsste gerne, was du davon denkst. Hier. Mensch, es ist mir die Paste ausgegangen. Wir sind ja jetzt auch fertig. Au, au, au. Na, packen Sie die Babys ein. Na, habt ihr ja wieder mal geschafft, wa? Zur Belohnung kriegt ihr jetzt alle Bienen Eis. Okay. J'appelle sans relâche. Réponds-moi, que s'est-il passé? Penses-tu encore à moi là-bas? Tu travailles tout. Hein? Wow.